Jo, was geht? Marvin hier. Willkommen zu einem neuen The Crew Motorfest Video. So, in diesem Video geht es natürlich darum, wie ihr dieses Level voll bekommt in der Mainstage, und zwar dieses hier. Viele fragen sich am Anfang, warum bekomme ich das Level nicht voll? Ich habe ja hier diese Aufgaben. Da steigen die Level, aber wieso steigt das nicht? Ich erkläre euch das genau, warum. Aber einmal ein kurzes Vorwort. Warum ich jetzt 2 Wochen ungefähr kein Video gemacht habe, es tut mir mega, mega leid. Vielleicht hört ihr das noch, wenn ihr schon öfter dabei wart. Ich war mega krank gewesen. Zum Glück nicht die C-Krankheit. Aber es hat mich schon ordentlich umgehauen. Ich war echt krank die letzten 2 Wochen und konnte dementsprechend nicht live sein. Und habe auch keine Videos gemacht. Bin aber wieder da, es tut mir leid. Und jetzt aber hier weiter mit dem Video. Und zwar gehen wir einmal oben auf die Mainstage. Und ihr könnt das hier sehen, ich habe hier Stufe 4. Und da habe ich auch Stufe 4. Und Playlist noch einmal spielen habe ich offen. Das ist aber nicht so wild. Viele behaupten immer, ihr müsst alle 3 Farblevel voll haben, um das XP-Level hier zu bekommen, um das Legenden-Level zu bekommen. Das stimmt aber nicht. Ihr müsst eine Farbe der 3 Farben voll haben, um in den Legenden-Modus zu kommen, um diese Legenden-XP zu bekommen. Und zwar habe ich das jetzt zum Beispiel gemacht. Ich habe mir hier dem Grünen gewidmet. Ich habe das im Livestream schon erzählt gehabt, bevor ich krank wurde, wie ich das gemacht habe, dass ich jetzt schon Level 42 bin. Gut, viele Level davon sind auch Grand Race, aber ist egal. Und zwar, ich zeige das jetzt einmal, weil es kommt auch immer wieder die Nachricht, dass es nicht mehr funktioniert, aber das stimmt nicht. Ich zeige euch das jetzt. Ich gehe einmal hier hoch, also unten seht ihr ja, da ist die Mainstage, und einmal hier nach oben links. Und dann sucht ihr euch hier auf diesem Berg einmal diese Prüfung raus. So, und zwar ist es eine Radarfalle. Und man kennt das schon, aber ich zeige es jetzt trotzdem. So, ich gehe jetzt mal auf das Flugzeug. Geh mal direkt hier ins Menü, geh auf Fahrzeuge, dann kommt automatisch das Flugzeug. Und jetzt auf Verbessern, und ihr könnt sehen, wenn ich einmal ganz kurz die Kamera ausmache, ich habe das Ganze auf Glück und auf Legende geskillt. Legende sind die Erfahrungspunkte, und ich habe den EP-Magnet aktiviert. Das heißt, ich habe alle 7 Teile mit diesem Hufeisen bekommen. Die Leute sagen immer umgangssprachlich das Ü oder das U mit 2 Punkten. Und ja, dann gehe ich mal da drauf und zeige das einmal hier. Legende erhöht die Menge an verdienter EP um 4%. Und das Ganze stapelt sich natürlich 7-mal. Weil wenn ihr 7-mal 4% skillt, habt ihr 28%. Und ihr könnt unten rechts sehen, du verdienst 25% mehr EP. Und darum geht's ja. Wir wollen ja EP sammeln. Und jetzt habe ich das Flugzeug ja schon ausgewählt. Das heißt, ich gehe einmal raus hier aus dem Menü. Das Auto wird trotzdem angezeigt, aber das ist normal. So, und dann fliege ich hier durch. Durch die Radarfalle. Und dafür bekomme ich, ich glaube, 265 XP. Und ich mache nichts anderes, als immer nur neu zu starten. Also ich spamme die ganze Zeit Dreieck. Weil man muss ja nicht mehr kurz drücken. Es ist ja jetzt so, guck, da ist jetzt ein Fehler passiert. Da sind wahrscheinlich irgendwelche Leute extra reingeflogen oder was. Ich kann es euch jetzt nicht sagen. Ich habe jetzt nicht hingeguckt. Aber ja, genauso funktioniert das. Dann chill ich hier, Füße hoch, mach mir Netflix an und drücke hier die ganze Zeit einfach ohne Gas zu geben, ohne alles. Ich habe den Controller so in der Hand, der hängt mir hier runter, oder ich habe den auf dem Schoß, den Controller. Und dann drücke ich halt hier die ganze Zeit Dreieck. Na, ihr müsst nur, wenn ihr spammt unten, wenn ihr das unten seht, ihr müsst spammen. Ansonsten resettet das Ding irgendwann oder spult zurück. Ja, ich glaube, das ist auch gerade passiert. Oder ihr wartet einfach komplett. Warte, seht ihr, da ist es passiert. Oder ihr wartet einfach komplett, bis die Schrift da ist, und drückt dann Dreieck. So, wenn ihr jetzt mal schaut, Aktivitäten. Ich bin jetzt hier bei 87.387. Und wenn ich jetzt hier einmal durchfliege, habe ich 87.651 XP. Das heißt, ich habe jetzt 264 XP für einmal bekommen. Heißt im Umkehrschluss 260 XP. Bei 10 Mal habt ihr dann 2600. Und so habe ich das Ganze gemacht. Ich habe dann hier das grüne Level voll gemacht, und dann steigt das XP-Level. Und ihr macht das Ganze natürlich, damit ihr mindestens Level 100 werdet für den Titel. Weil wenn wir uns das jetzt mal anschauen, Stufe 1, 2, 3, 4, dann 20, 50 und 100. Für 100 gibt es in dem Fall jetzt den Honigen Power Legendentitel. Den legendären Legendentitel. Klingt lustig.
Ja, aber genau so ist das. Dafür tut man das. Das wollte ich euch einmal erklären. Die anderen Mainstage-Level macht man natürlich anders. Hier könnt ihr das da unten schon sehen. Live Summit, Custom Show, Demolition Royale oder Grand Race. Und das habe ich mit Grand Race fertig gemacht. Ich würde es jetzt zeigen, aber ich weiß nicht, jetzt 25 Grand Race fahren, damit der Titel da voll ist, hätte ich jetzt auch keinen Bock, weil das den Rahmen des Videos sprengt. Aber ihr wisst halt, wie es geht. Und die blaue Playlist ist ganz einfach. Fahrt einfach nochmal Playlisten, die ihr schon durch habt. Ob ihr immer wieder die gleiche Strecke fahrt oder ob ihr andere fahrt. Ihr könnt auch Nebenaufgaben machen und so weiter. Gehen wir mal auf Made in Japan und ihr sucht euch irgendein Rennen raus. Keine Ahnung. Und wenn es Drag ist oder irgendwas und ihr fahrt das immer wieder, immer wieder, immer wieder. Irgendwann ist euer Level voll. Ja, genauso funktioniert das. Das wollte ich euch in diesem Video erklären. Ich wollte euch zeigen, dass das mit der Radarfalle immer noch funktioniert. Ich weiß, viele sagen jetzt, es lohnt sich nicht mehr oder es funktioniert nicht mehr. Aber für so Leute wie jetzt in meinem Fall, ich wollte chillen. Ich habe keinen Bock gehabt, jetzt so richtig da drauf zu leveln wie irre. Also habe ich hier die ganze Zeit Dreieck gedrückt und habe nebenbei einfach Netflix geguckt. So macht man das zum Beispiel. Video ist fertig. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja, lasst mir doch einen Daumen nach oben da. Schreibt einen Kommentar für den Algorithmus, damit YouTube das Video noch mehr Leuten vorschlägt. Und ja, ansonsten bin ich samstags immer live ab 14 Uhr. Heute mal ein bisschen Eigenwerbung hier für mich und Abo nicht vergessen, ne? Wäre echt geil. Und ja, dann sehen wir uns das nächste Mal. Bin raus, danke, bis zum nächsten Mal. Bye, bye und ciao.